Helfen schreibt Geschichten. Mein Name ist Gertrud und ich betreue meinen Mann seit geraumer Zeit. Und ich habe doch empfinde es zunehmend als relativ große Belastung. Und dass auch der Neurologe, der hier in der Gegend ist und der meinen Mann betreut, stellte mir schon vor geraumer Zeit die Frage, ob ich damit noch klarkomme, ob ich das noch alles bewältige. Und ich war längere Zeit der Meinung, ich schaffe das, bis ich in die Situation gekommen bin, dass ich doch über Unterstützung nachgedacht habe. Und beim nächsten Besuch habe ich ihn dann doch gefragt, was er mir anraten würde. Und da sagte er, na dann gehen Sie mal darüber und da klingeln Sie mal. Und sehen Sie mal zu, ich kann es Ihnen nur nahelegen. Es war keine Sprechzeit an dem Tag. Ich habe trotzdem geklingelt und es wurde mir aufgetan. Ja, ich habe geklingelt an der Tür, Kontaktstelle Pflegeengagement. Ich wusste nicht, was mich erwartet, aber ich wurde eingelassen und es fand sich Frau Carbonaro und die hatte auch wirklich Zeit für mich, obwohl ich unangemeldet erschien. Innerlich war ich immer so ein kleines bisschen auf der Flucht und sie hat mir aber mit ihrer unglaublichen Art die Wärme entgegengebracht, die ich in dem Moment mit Sicherheit brauchte. Sie stellte sich mir vor als Mutter von 5 Kindern, was ich sehr beeindruckend fand. Und mir war in dem Moment klar, an dieser Frau ist das Leben nicht vorbeigegangen. Und in dem Gespräch gab sie mir diesen wunderbaren Satz an die Hand, Sie können hier auch schimpfen. Sie können hier alles sagen. Und sie saß mir gegenüber und ich habe ihr das auch wirklich geglaubt. Sie war dann auch in der Lage, mir das Gefühl zu geben, dass ich mich öffnen konnte. Und ich konnte meine Situation, in der ich mich persönlich befand, mit meinem Demenz- und beginnender Parkinson-erkrankten Mann über diese häusliche Situation zu sprechen. Und das war erst einmal schon eine gute und entlastende Situation für mich. Und wir einigten uns insofern, dass sie mir in Aussicht stellt, sie würde mir eine Person ins Haus bringen, die mir Entlastung schafft, die mir Zeit schenkt. Zeit für mich ganz alleine. Und das war ein verlockendes Angebot. Und so geschah das dann auch. Es verging einige Zeit. Irgendjemand wurde krank zwischendurch, aber eines Tages meldete sie sich und sie kam. Und sie kam mit einer offenen Person zu uns ins Haus. Dieses erste Treffen war so erstaunlich für mich. Frau Carbonaro brachte mir diese Frau und es war dann diese Erklärung ihrerseits, ich bleibe 20 Minuten und gucke, wie es hier läuft. Und dann werde ich nichts weiter tun, als dass ich gehe und die Tür hinter mir zuziehe und überlasse sie dann sich selbst. Und es war eine für mich so erstaunlich und auch beglückende Situation, dass wir nun 3 Personen, unser Gast, mein Mann und ich, wir auf einmal mit dieser Frau auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise umgehen konnten. Und es entstand ganz schnell ein Vertrauensverhältnis. Und das hat mich sehr
beeindruckt. Unsere ehrenamtliche Frau hatte sich darauf eingestellt, dass sie in der Woche einmal zu uns kommt und sie schenkte mir nicht nur die angekündigten 1-2 Stunden, die angekündigt waren. Es waren generell fast immer 3,5 bis 4 Stunden. Und das war für mich ein so großes Geschenk. Und ich konnte einfach mal das Haus verlassen, konnte eine Besorgung machen, in aller Ruhe für mich etwas einkaufen, wofür ich wirklich Zeit und Muße brauche. Und ich bin dieser Frau und im Endeffekt der Organisation Pflegeengagement unglaublich dankbar dafür. Das war Helfen schreibt Geschichten. Weitere Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Volkssolidarität Berlin. Helfen schreibt Geschichten ist eine Initiative der Kontaktstelle Pflegeengagement in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Idee und Produktion Monika Wong und Marlies Carbonaro. Danke fürs Zuhören.